Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei N-Switch On. Wir machen weiter mit Creature in the Well, so wie ich euch ja gesagt hatte. Also offensichtlich bin ich jetzt bei 30% statt 40. Machen wir einfach mal weiter. Ich denke auch, ich weiß warum. Ah, wo zum Teufel bin ich? Ah, okay, hier. Lauf, mein Freund. Und zwar, weil ich erst noch dieses Ding da durchspielen muss, damit ich hier das Ding vervollständigt habe, um dann hier drüben weiterzumachen irgendwann. Dann machen wir das doch mal. Das hatte ich, wie gesagt, in meinem ersten Run hatte ich schon versucht, die Archive durchzulaufen, habe mich aber irgendwo sehr dumm angestellt oder keine Ahnung, warum ich da nicht weitergemacht habe. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Erstmal wieder reinkommen. Ja, erstmal wieder reinkommen. Autsch. Erstmal guten Morgen. So. Es ist früh. Macht mal. Ach ja, spaßeshalber kann ich ja mal hier die Bratpfanne benutzen. Und ich glaube, ich brauche den Fächer eher. Scheiß auf das Zielen, ich treffe sowieso nicht. Nehmen wir mal den Umhang. Boah, komm. Ausweichen. So geht's. Ha. Easy. Ah, und hier hinten sind noch welche. Ah. Die ist von hier. Moment. So hier. Ach, komm schon. Und hier drüben noch. Ja. Ah, geschafft. Sehr schön. Hatte mich gewundert, warum mir dieser Raum beim letzten Mal als nicht fertig angezeigt wurde. Hier scheint auch irgendwas zu fehlen. Aber gehen wir erstmal nach da. Danke, heil mich. Heil mich. Alles geschafft und das bringt mir gar nichts. Moment, hier weiter.
glaube, das bringt mir nur Energie. Aber ich habe zumindest noch keinen Sinn dafür gefunden, hier hinten weiterzumachen. Auf jeden Fall gibt es hier nichts mehr. Na gut. Kein Geheimraum oder irgendwas. Dann gehen wir weiter. Ah. Das war recht heftig. Moment. Ha, geht doch. Ich glaube nämlich, was ich jetzt rausgefunden habe, ist, dass der Kern nicht unbedingt was mit der Lebensenergie meines Charakters zu tun hat, sondern damit, wie stark er etwas auflädt. Ja? Also wie viel Energie man damit verwendet. Apropos Kern, ich habe gerade einen weiteren gefunden, das ist schön. Aber es hat eher damit zu tun praktisch, wie schnell er diese Kugel wie stark auflädt. Kommt mir jedenfalls so vor, weil... Beim letzten Mal hatte ich wesentlich mehr Probleme mit diesem Raum. Weil sich diese Kugeln eben nicht so stark aufgeladen waren. Ich finde dieses Geräusch so herrlich. Aber es ist auch verdammt laut und nervig, wahrscheinlich für euch. Also mache ich das mal selbst. Nehmen wir den Baseballschläger. Habt ihr euch das Spiel jetzt mal runtergeladen? Wie gesagt, noch ist es kostenlos im Epic Store, also... Ah. What the fuck? Wo bin ich? Halleluja. Hat's mich erwischt. Der Raum ist heftig. Ja, danke schön. Ich nehme mich mit. Und tschüss. Wow. Du schon wieder. Ein neues Zeitalter ist angebrochen, Ingenieur. Es gehört mir. Du hast keinen Platz darin. Ihr hättet das Dorf retten können und seid gescheitert. Als ihr mir im Berg gegenüberstandet, ist eure Gemeinschaft zerbrochen. Bitte dir nicht ein, mich ignorieren zu können. Dieses Dorf hat sich selbst im Sturm eingeschlossen und ich werde dafür sorgen, dass sich nichts daran ändert. Ja, danke schön. Oh, die scheiß Maus ist da hier. Weg damit. So. Den seht ihr wahrscheinlich sowieso nicht. Da gibt es bestimmt einen Weg zu dieser Tür.
5 Kern. Heile mich. So. Nochmal, weil es so schön ist. Wie gesagt, das Schöne ist, das Backtracking stört jetzt nicht weiter. Die Räume, die man schon geschafft hat, hat man schon geschafft. Und da man rennen kann, ist man auch relativ schnell wieder da, wo man hin muss. Man muss sich nicht nochmal durch die ganzen Räume prügeln, es sei denn, man braucht mehr Energie. Der Raum war heftig. Moment. Boah, first try oder was? Nee, natürlich nicht. Warum auch? Ja, aber ich habe tatsächlich recht. Es hat was mit der Menge an Energie zu tun, die man mit diesem Kern auflädt, weil davor musste ich in den anderen Raum gehen. Ah! Geht doch. Damit ich dann genügend Energie habe, um dieses Ding schnell genug platt zu schießen. Hammer der Konzentration. Wenn er gedrückt wird, gehalten wird, gewährt er erhöhte Konzentration, so als ob alles in Zeitlupe geschehen würde. Schlecht. So kann man ein bisschen in Ruhe ziehen. Nice. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. Ah, hier kann man sich heilen. Das ist schön. So. Ey, lass mich durch. So. Passt. Okay. Passt. Super. Ja, so langsam geht mir die Energie aus. Warum gibst du nicht auf? Weißt du denn nicht, dass ich dich beobachte? Das hast du dir doch selber zuzuschreiben.
Du bist nur ein einsamer Schrotthaufen und dieser Aufgabe nicht gewachsen. Kehr um, sonst werde ich dich aufhalten. Ach komm, du bist doch eigentlich auch bloß allein und möchtest einen Freund. Gib's zu. Nächster Boss. Okay, das war easy. Ah. Stufe ist noch recht einfach irgendwie, der Boss hier. Sehr geil. Auch noch geschafft, gut. Komm schon, triff ihn. Perfekt! First try! Und das ohne Energie zu verlieren. Mann! Also so schwer scheint es doch nicht zu sein, wie ich dachte. Weiter geht's. Was gibt's denn hier Schönes? Ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, eine erneuerbare Energiequelle zu erschaffen, die stark genug für den Nordstern ist. Wenn ich sie in einen tragbaren Kern fassen kann, könnten wir eine Reihe von Roboter-Ingenieuren bauen, die die Maschine betreiben können. Mein Arbeitstitel für die Energiequelle ist Reflektiv-Balltransfer-Kern. Aha. Deswegen RBTK. Auf dem Bildschirm befindet sich ein Foto mit einer Anmerkung. Die Kinder im Dorf haben ein Feld angelegt und spielen dort mit Stöcken und Bällen. Sie haben beobachtet, wie die RBTK-Ingenieure ihre von Daniel hergestellten Werkzeuge schwingen und haben ein Spiel daraus gemacht. Auf dem Markt in der Hauptstraße gab es dieses Wochenende viele neue saisonale Verkaufsgegenstände. Händler von jenseits des Meeres waren im Dorf, um den Bewohnern exotische Früchte zu verkaufen. Die Straße aus dem Dorf führt zurück in die Wüste. Ich glaube, man kann damit einen der Wartungseingänge für die Maschine irgendwo dort draußen in den Dünen erreichen. Aha. Du findest Dutzende alter Datenkassetten voller Sand und Rost. Die Kontaktverbindungen sind zerfressen, doch einige scheinen noch zu funktionieren. Der Großteil der hier gespeicherten Forschungsdaten ist für immer verloren. Es gibt einen einzigen freien Steckplatz und auf dem Schreibtisch liegt eine einsame Kassette. Gut. Haben wir das auch wiederhergestellt? Weiter geht's. Ab nach oben. Das ist Wahnsinn! Ich habe schon gehört, dass RBTK-Ingenieure sehr mächtig sind, aber dir bei der Arbeit zuzusehen ist fantastisch. Danke, dass du den Weg zu den Steuerungsräumen freigeräumt hast. Die archivierten Protokolle dort enthalten Antworten auf so viele Fragen. Außerdem bin ich dir gefolgt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die Wettersteuerungssystem ist deine letzte Aufgabe. Aha.
Wettersystemsteuerung, so. So, gibt es irgendwas Neues hier draußen? Ich höre die Maschine im Berg. Nö, die Türen bleiben weiterhin alle irgendwie zu. Ich frage mich, ob es hier dann irgendein Geheimnis gibt. Kann man die Poller in der richtigen Reihenfolge anschießen oder so? So, warte mal kurz gucken. Achso, hier komme ich nur wieder raus und dann kann ich hinten noch wieder in den Eingang, von dem ich ursprünglich kam. Da gibt es eine Tür hinten. Die war zu. Die kostet mich 216.000 noch was Energie. Ich bin mir sicher, wenn man die Energie sammelt und dann dafür benutzt, dass da irgendein Geheimnis drin ist. Hilfsmonolithen. Eine Ansammlung von Hilfssystemen für die RBTK-Entwicklung, die Dorfinfrastruktur sowie die Wettersteuerung. Ah. Also schon drei. Vier. Vier Dinge, die man öffnen muss. Also, das Spiel scheint doch etwas länger zu sein als gedacht. Gehen wir mal nach da. Energieversorgung. Treffer. Scheiße. Oh. Komm schon. Oh, das ist gemein. Alles schießt zurück. Ha! Hater. Gehen wir nach links. 150.000. Okay. Gehen wir nach rechts. Das ist schon besser. Irgendwie erhärtet das meinen Verdacht. Ah! Also langsam wird die Schwierigkeit etwas härter. Ich nehme den Ball einfach mal mit. Aha. Und dann die drei Varianten halten irgendwie. Hat sich doch gelohnt. Treffer.
alle Kugeln gehen automatisch nach da. Aha, hier ist auch noch was. Ah, hallo. Und noch ein alter Kern. Sehr schön. Ich werde immer stärker. So, jetzt habe ich auch erstmal genügend Lebensenergie, um... Also, Energie. Nicht Lebensenergie, Energie. Energia. Um in die 150.000 Tür reinzukommen. Bam. Oh yeah. Wasser! Ah. Wir machen erstmal ein bisschen sauber hier. Irgendwas schießt jetzt auch noch diese komischen Energiekugeln hier. Ach, diese Wände denn. Okay. Volltreffer gegen die blöde Barriere da vorne. Geht doch. Oh Gott. Scheiße. Wow. Man muss auf beiden Seiten alles gleichzeitig machen. Ui. Man muss auf beiden Seiten alles gleichzeitig platt kriegen. Um, wahrscheinlich eine Geheimtür oder so zu öffnen. Ohne von diesem blöden Dingens da gegrillt zu werden. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich grinde kurz die Energie und guck mal, ob diese Tür sich da hinten jetzt öffnen lässt. Es gibt bessere Räume zum Grinden. Moment. Es sei denn, die sind jetzt natürlich dann alle, aber... Au!
schnell Energie. Okay, also diese Generatoren öffnen sich nicht mehr. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss kurz woanders grinden. Also weitermachen einfach, um dann mit der Energie dahin zu latschen. Nun gut. Dann probieren wir es mal nochmal in dieser komischen Ebene da. Wieder 120.000, ey. Boah. Au! Halleluja! So, ich kürze euch den Weg mal ein bisschen ab. Also ich werde mir jetzt nochmal kurz heilen und dann gehe ich mal so schon mal nach da hinten und gucke, ob ich auf diesem Wege nicht genügend Energie sammeln, um diese Tür zu öffnen. Ich bin mir sicher, die waren 216.000 und ein paar zerquetschte. Also gehen wir mal gucken. Es gibt gar keinen Weg hinaus. Haha. There is no escape. Na gut, dann nicht. Hat sich das also erledigt? Ist halt die Frage, ob man von hier irgendwie zurückkam. Eher nicht. Na gut, dann gehen wir eben weiter. Immer vorwärts. Genug Energie habe ich schon, aber ich will diesen blöden Raum schaffen. Boah. Sowas wurmt mich, wenn ich sowas nicht hinkriege. Knapp.
Na, Kampf an. Ach, komm! Ach, so knapp. Ich stehe jetzt echt scheiße. Schieß mal, schieß weiter, ist okay. Also ich muss am besten so machen, dass jetzt dann trotzdem nicht im Weg steht. Der letzte. Mann! Ah. So, geht nach oben. Jetzt. Was es leichter macht oder so. Nicht mal das kann ich. Boah, ey. Jetzt gibt's doch nicht. Na, geht doch. Easy. Überhaupt kein Problem. Oh, das ist hart. Hätte ich nicht gedacht, dass das so
knackig wird, das Spiel. Meine Meinung diesbezüglich ändert sich sowieso ständig. Zwischen, ach, ist doch alles ganz einfach und es wird doch recht hart. Nicht schlecht. Egal, ich werde mal stärker. Heile mich. Danke. Da sind wir wieder. Und der letzte. Ah, daneben, ey. Ah, so knapp. Ah, du bist ja tot. Oh Gott, Hilfe. Ah, ich bleib mal kurz hier stehen. Nein, da war noch einer. Scheiße. Ah, nicht aufgepasst. Ich ziehe das jetzt eiskalt durch. Da bin ich wieder.
fehlt immer nur einer. Ah. Wenn ich ein kleines bisschen mehr Kontrolle darüber mache, was ich hier habe, was ich hier mache, dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Ja. Komm schon! Oh, Scheiße! Wobei genau das mit der... mit dem kleinen bisschen Kontrolle eigentlich das Problem ist. So. Da lang. Da lang. Scheiße! Ja! Geschaffen! Jetzt nur irgendwie in einer Ecke bleiben, wo ich nicht getroffen werde. Boah. Halleluja, ey. Kettenklinge. Eine Ladeklinge mit hoher Reichweite, die sicheren Halt gewährt, damit der Benutzer beim Abfangen einer schnellen Kugel nicht in Straucheln gerät. Aha. Oh, wow. Hohe Reichweite, aha. Sehen, war ich ja schon. Ja, ich gehe mal lieber. Der schießt uns immer noch auf mich. Ich bin gleich wieder tot. Jetzt nehme ich. War ja klar, ich kam ja nicht raus, weil... Das war jetzt gemein. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, dass... Ja. Egal. Dafür kann ich mich jetzt gleich wieder heilen. Aber die Kettenklinge brauche ich nicht. Ich finde... das hier tatsächlich am besten. Es heilt mich zwischendurch ein bisschen. Jetzt kann ich in den Raum hier. Danke. Ey. Boah. Wie fies ist das denn, ey? Brauche ich da noch, okay. Scheiße, ey. Na, bringt mir das an? So geht's auch.
Dann auf die andere Seite. Noch so ein Raum. Ach, schön. So, sauber. So langsam, jawohl, hier ist der Heilraum, das heißt, jetzt müsste ich auch gleich wieder beim Boss sein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Doch. Es bereitet mir keine Freude, hierher zurückzukehren, um mich dir zu stellen, Ingenieur. Weißt du was? Ich bin frustriert. Deine Mission darf nicht fortgeführt werden. Ja, schön. Was möchtest du mir damit sagen? Willst du dich mir in den Weg stellen? Ich mache alle deine Apparaturen kalt. Boom. Erstmal die Kanonen abschießen. Das ist die letzte. Ha, geht doch. Ist hart. Kann man das? Nein, kann man nicht. Ah! Boah. Okay, Gott sei Dank. So, was gibt's hier? Untersuchen. Auf dem Feld befinden sich hunderte kleine Sicherungsschalter. Unter jedem befindet sich ein Aufkleber mit einer Nummer. Schön. Neues Mineral entdeckt. Leitet Energie sehr gut. Verwendung für RBTK-Kerne. Meine Enkelin hat mir gerade erzählt, dass sie schwanger ist. Sie möchte den jungen Roger nennen. So viel Zeit ist vergangen und ich fürchte, dass wir inzwischen nur noch Rückschritte machen. Irgendwie müssen wir sicherstellen, dass Roger eines Tages sehen kann, was sich jenseits des Sturms befindet. Ich habe einen Mechanismus erschaffen, um die Plattform zu bewegen. Wir können also ihre kinetische Energie verwenden, um die Energieversorgung zu stabilisieren.
Du stehst vor einem komplexen System aus kaputten Drähten und Röhren. Sie bestehen aus einem Material, das du noch nie zuvor gesehen hast, aber du verstehst das System intuitiv. Mit ein paar Änderungen kannst du das Dorf und viele andere Systeme der Maschine wieder mit Energie versorgen. Yeah. My job here is done. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals erleben würde. Okay. Mehr hast du nicht zu sagen? Na gut. Irgendwas Spannendes hier im Dorf passiert? Hab jetzt Energie dazu hinzugefügt. Da ist eine Tür aufgegangen. Hä? Okay, ist eine Abkürzung für den Weg hier. Sehr schön. Dann gehen wir wieder durch. Ja, jetzt ist die Tür auf. Treffer. Sehr schön. Scheiße. Mir fehlt ein Ball. Och. Wow. Ah, trifft er den? Jo, hat er getroffen. Sehr schön. Wie soll das gehen, ey? So. Ah. Jetzt habe ich hier irgendwas aktiviert. Jetzt ist hier wieder ein Ball. Lesen. Unter der Schnitzelbrei befindet sich ein Tagebuch. Trotz der Versuche des Wesens, uns aufzuhalten, waren die nächtlichen Expeditionen zur Kartierung des Bergs ein Erfolg. Wir konnten sogar einige alte Werkzeuge, die vor Hunderten von Jahren von den Ingenieuren verwendet wurden, finden und bergen. Wir haben uns entschlossen, sie hier zu verstecken und haben das hier selbst gebaut, um sicherzustellen, dass sie nur von einem Ingenieur erreicht werden können. Sie sind hier sicher, bis ein Ingenieur zurückkehrt, falls noch welche existieren sollten. Aha. Ach du Scheiße. Wow. Ein absolutes Minenfeld hier. Wow. Also ich muss erstmal mit einem Ball hier rüber. Das an sich ist schon hart genug. Nein. Der Ball kommt nicht über diese weißen Flächen. Das heißt, ich muss ihn dann darüber schießen. Wow.
durchrennen war jetzt blöd. Schade. Aber ich könnte diese Barrieren schon mal abschießen. Das ist eine gute Idee. Warum denn schwieriger machen als nötig? Eigentlich wollte ich das Spiel gerade beenden, aber das ist jetzt noch eine kleine Herausforderung. Die meister ich jetzt noch schnell. Ahaha. Nein! Scheiße. Nur ein Ingenieur schafft sowas. So, einer weniger. Scheiße. Wow. Das Gute ist, man kann die Taste dafür einfach gedrückt halten und dann muss man halt nur noch dashen. Ach so, kann man sie auch halten. Na komm schon. Oh ne, die Dinger kommen wieder. Boah. Okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Muss jetzt auch langsam mal frühstücken. Gut, das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Wenn euch das Spiel soweit gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ja, kommentiert fleißig, holt euch das Spiel, es macht echt eine Menge Spaß. Oh, ich habe total vergessen, wie man eine Abmoderation macht. Ich beende das Spiel jetzt einfach mal so. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.